Traktoren, Futterernte- und Pflanzenschutztechnik sowie weitere Avancen im Bereich der Digitalisierung. Mit Innovationen in diesem breit gefächerten Themenfeld geht Fendt an den Start der Agritechnica und untermauert so seinen Anspruch, ein Fulliner in der Landtechnik zu sein. Vom neuen Topmodell der Traktorbauerei 300, dem 314 Vario mit einer Maximalleistung von 152 PS, gab es an der Pressekonferenz zwar nur die komplett neue Bedienphilosophie Fendt One zu sehen. Auf drei verschiedenen Terminals können Fahrer individuell die gewünschten Anzeigen zusammenstellen. Der neue Multifunktions-Joystick hier links wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Über frei belegbare Tasten kann die Bedienung weiter personalisiert werden. Weiter können auch 19 ab Werk belegte Tasten umprogrammiert werden. Optional gibt es den neuen 3L-Joystick mit bis zu 3 Bedienebenen und bis zu 27 Funktionen. Neu führt Fendt in der Serie 300 das Mehrleistungskonzept Dynamic Performance ein. Das System erkennt, wenn bestimmte Komponenten mehr Leistung benötigen und stellt dann über eine intelligente Steuerung diese Leistung auch zur Verfügung. Mit dem neuen Bedienkonzept Fendt One wird auch die Baureihe 700 Vario ausgestattet. Vorerst aber nur für die Märkte Deutschland, Frankreich und England. Später werden weitere Märkte dazukommen und dieses Konzept wird wohl auch in anderen Baureihen demnächst verfügbar sein. In Zusammenarbeit mit Braun Maschinenbau stellt Fendt bei den Spezialtraktoren der Baureihe 200 Vario ein neues System für die mechanische Unkrautbekämpfung im Unterstockbereich von Reben vor. Mittels 3D-Positionierung erkennt ein Laser die zu bearbeitenden Stellen und steuert die entsprechenden Geräte automatisch. Wieder mit einem Motor von MAN, einem 9-Liter-Aggregat, wird künftig die Baureihe 900 Vario ausgestattet. Zudem bekommt diese Baureihe mit dem 942 Vario ein neues Topmodell, womit diese Serie die 400 PS-Grenze knackt. Neben Features wie teleskopierbaren Rückspiegeln oder optionaler Rückfahreinrichtung findet bei diesen Traktoren mit Leistungen von 296 bis 415 PS auch das Vario-Drive-Konzept der 1000er-Serie Eingang, mit dem das Drehmoment je nach Bodenbedingungen dynamisch an die Vorder- und Hinterachse verteilt und die Vorderachse separat angetrieben wird. Im Segment der Futterernte wird die Produktreihe der Scheibenmähwerke um das neue Frontmähwerk Slicer FQ mit 3,1 und 3,6 Metern Arbeitsbreite ergänzt. Dank neuer Freiheitsgrade in der Bodenanpassung und einer Seitenverschiebung soll sich das Mähwerk aus dem Hause Feller auch für Mähkombinationen wie einem Schmetterlingsmähwerk im Heck eignen. Die von Lely bekannten Lotus Z-Wender mit den patentierten Hakenzinken gibt es nun auch in den Fendt-Farben. Drei Lotus-Modelle ergänzen die bisherige Modellreihe Twister. Insgesamt 24 Modelle von Ladewagen hat Fendt nun im Programm. Die Baureihen Tigo MR und MS werden nach unten hin um die kompakten, mit 5 Schwingen versehenen Ladewagen Tigo S und ST ergänzt. Oben gibt es neu mit dem Tigo 100 MR Profi ein neues Topmodell. Weiter wurde die Baureihe Tigo XR mit der TIM-Steuerung versehen. Der Ladewagen kann aufgrund seiner Auslastung gewisse Signale an den Traktor senden und diesen quasi steuern. Mit 25 PS mehr Motorleistung erreicht der Feldhäcksler Fendt Katana 650 mit dem bekannten MTU 6-Zylinder Reihenmotor eine Nennleistung von 650 PS. Erstmalig verbaut Fendt eine Schleifeinrichtung am Messerblock, die während des Schleifens kontinuierlich den Schleifstein anpasst und nachstellt. Bei der Pflanzenschutztechnik soll eine neue Düsensteuerung ein optimales Applikationsergebnis bei garantierter Einhaltung der gewählten Abdriftreduktion ermöglichen. Der Fahrer definiert die Ausbringmenge, den angestrebten Grad der Abdriftreduktion und einen passenden Druck für das optimale Tropfenspektrum. Die geeignete Düse oder Düsenkombination wird dann automatisch angesteuert. Ab einer Spurbreite von 1,80 m ist für die gezogene Feldspritze Fendt Rogator 300 eine hydropneumatische Einzelradfederung verfügbar. Bei Fahrten parallel zum Gefälle ermöglicht die Einzelradaufhängung einen Hangausgleich von bis zu 12%. Weiter wird die Selbstfahrerbaureihe mit dem Modell Rogator 665 ergänzt. Ausgestattet mit einem 6-Zylinder Reihenmotor und 7,4 Litern Hubraum werden so 307 PS erreicht.